Da geht's lang, auch wenn nur höchstens er selbst weiß, wo da ist. Das nordkoreanische Fernsehen zeigt Kim Jong-un bei einem Besuch auf der Insel Jangje, dem südlichsten Armeeaußenposten seines Landes an der Frontlinie zu Südkorea. Auf landesüblich holzschnittartige und für westliche Beobachter antiquiert anmutende Weise macht die Führung Propaganda. Alles im Griff, die Verteidigung steht, der Feind soll sich vorsehen. Das ist die Botschaft ans eigene Volk. Zuvor hatte das Fernsehen offiziell verkündet, der heiße Draht zu Südkorea werde gekappt. Nordkorea erklärt das koreanische Waffenstillstandsabkommen hiermit vom 11. März an für absolut ungültig. Alle weiteren Vereinbarungen werden aufgehoben. Es ist die aggressive Reaktion des isolierten Landes auf die Verschärfung der Finanz- und Handelssanktionen seitens der Vereinten Nationen am Donnerstagabend. Die wiederum sind die Folge des unterirdischen Atomtests Nordkoreas Mitte Februar. Die USA zeigen indes demonstrativ militärische Stärke in der Region. Gemeinsame Manöver mit südkoreanischen Truppen wurden angesetzt. Am Donnerstag hatte die nordkoreanische Führung den USA mit einem nuklearen Erstschlag gedroht. Die militärische Fähigkeit dazu hat das Land nach übereinstimmender Ansicht von Experten allerdings nicht. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, die USA seien in der Lage, sich gegen jeden Raketenangriff aus Nordkorea zu verteidigen. Nordkorea wird mit seinen Drohungen und Provokationen absolut nichts erreichen, sondern sich selbst weiter isolieren und alle Versuche unterminieren, Frieden und Stabilität in Südostasien zu erreichen. Auch die Jubelbilder von der Frontinsel Jangje können über das Hauptproblem des jungen Staatschefs nicht hinwegtäuschen. Mit der Unterstützung der UN-Resolution hat sich die einstige Schutzmacht China erstmals im Atomstreit von seinem kleinen Nachbarn abgewandt. Es wird einsam um Kim Jong-un.